Alte Menschen, junge Leute, Lehrer, Ärzte, Ingenieure, alle Menschen in Afghanistan haben Angst vor den Taliban. Jeder hier ist ernsthaft bedroht. Kabul im August 2021. Zwei Jahrzehnte nach Beginn einer angeblich neuen Epoche für das Land gibt es wieder Angriffe der Taliban auf Gebäude von Regierungsmitgliedern. 8 Menschen sterben und das in einer der sichersten Gegenden der Stadt. Die Bedrohung durch die Taliban wird Tag für Tag spürbarer. Besonders gefährlich ist die Lage der Frauen. Wir erreichen Roya Afshar zu Hause in Kabul. Wissen Sie, eigentlich wäre ich um diese Zeit im Krankenhaus oder würde an einer Privatschule unterrichten. Aber ich muss mich hier zu Hause verstecken. I'm at home. Die Gynäkologin geht seit 2 Monaten kaum aus dem Haus. Sie ist seit 10 Jahren verwitwet und kümmert sich allein um ihren 12-jährigen Sohn und die pflegebedürftigen Eltern. I need to work. Ich müsste dringend zur Arbeit gehen, aber ich kann nicht. Jedes Mal, wenn ich rausgehe, werde ich bedroht von Anrufern, die sagen, du sollst nicht rausgehen, du darfst nicht. Ich war eine sehr aktive Frau, aktiv auch in Frauenorganisationen. Das hat die Taliban auf mich aufmerksam gemacht. And also I was my activities were a lot and they looking for active. Sie wollen diese Frauen verfolgen und bestrafen. And punished that woman. In den sozialen Medien wird der Vormarsch der Taliban dokumentiert. Es sind kurze Videos aus dem ganzen Land, die das schrittweise Vorrücken der Islamisten zeigen. Die Angriffe haben in kurzer Zeit eine gewaltige Dynamik entwickelt. Seit vergangenem Freitag eroberten die Taliban gleich mehrere strategisch wichtige Provinzhauptstädte. Zuerst fiel die kleine Provinzhauptstadt Saransch an der iranischen Grenze an die Taliban. Davor hatten die Islamisten bereits im Süden die Stadt Lashkargah angegriffen, sowie den Flughafen in Kandahar zerstört und im Westen die drittgrößte afghanische Stadt Herat attackiert. Darauf folgte die Stadt Shibargan im Norden, ehemals eine Hochburg der Taliban-Gegner. Im Norden fiel dann sogar Kunduz, die Stadt, in der die Bundeswehr rund ein Jahrzehnt lang stationiert war. Die Provinzhauptstadt Saripul im Norden des Landes fiel ebenfalls an die Islamisten. Danach fielen schnell weitere Provinzhauptstädte, Pulikumri im Norden sowie Samangan. Durch Samangan hindurch führt die Landstraße direkt in die Hauptstadt Kabul. Unweit von Kabul eroberten die Taliban dann eine weitere strategisch wichtige Stadt Ghazni. Sie liegt nur 150 Kilometer entfernt von der Hauptstadt. Und nur eine Woche nach der Großoffensive nahmen die Taliban schließlich sogar Kandahar ein, die zweitgrößte Stadt des Landes. Täglich kommen weitere Meldungen hinzu. Es ist wie eine Schlinge, die sich immer weiter zuzieht. Es gibt bereits Berichte von öffentlichen Auspeitschungen von Frauen, weil sie gegen die Regeln verstoßen haben. In einem Fall in der Provinz Balch wurde am 3. August eine Frauenrechtsaktivistin wegen Regelverstößen erschossen. Im Internet kursieren Videos von Auspeitschungen, von Berichten über von Taliban ermordeten Frauen. Unter dem Hashtag #NoToTaliban formiert sich Widerstand im Netz. Und vereinzelt gibt es Berichte über Widerstand von Frauengruppen in den Provinzen. Wie hier in der Provinz Herat gingen junge Frauen auf die Straße, um gegen eine Vereinnahmung ihrer Stadt durch die Taliban zu protestieren. Also in Orten, die von den Taliban schon eingenommen wurden, ist das selbstmörderisch, auf die Straße zu gehen und Demos zu machen. Wenn das dennoch passiert, dann entspringt das einem Mut der Verzweiflung, den wir uns ja kaum vorstellen können. In den Orten, wo die Taliban noch nicht besetzt haben und die Frauen gehen auf die Straße, ist das doch auch ein sehr klarer und auch da ein sehr mutiger Ausdruck an die internationale Gemeinschaft. Wieso schaut ihr einfach zu?
Monika Hauser kennt Afghanistan seit 20 Jahren. Sie hat mit Medica Mondiale eine wichtige Organisation zur Unterstützung von Frauenrechten gegründet. Über die Jahre sind vor Ort 3 Standorte mit 80 Mitarbeiterinnen entstanden, mit psychosozialer Unterstützung, Mediation, Rechtsberatung, Aus- und Fortbildungen. Errungenschaften, welche die afghanische Zivilgesellschaft geprägt haben und die jetzt auf dem Spiel stehen. Ich weiß das noch sehr genau, wie kraftvoll alle gesagt haben, jetzt bauen wir unser kaputtes Land auf, jetzt werden wir Frauenrechte einklagen, jetzt werden die Mädchen zu starken Frauen heranwachsen können. Da war ein wahnsinniger Spirit und man hat den Deutschen auch sehr vertraut. Und das ist ja komplett alles verspielt worden. Und jetzt wissen die Afghanen, dass sie eigentlich überhaupt keine Freunde weltweit haben und dass sie der Situation jetzt schutzlos ausgeliefert sind. Der Abzug der NATO-Truppen aus dem Land hinterlässt ein Machtvakuum, das die Taliban nun ausnutzen. 2 Jahrzehnte haben offenbar nicht gereicht, in dem zerrissenen Land eine Armee aufzubauen, die die islamischen Extremisten in Schach halten könnte. Die Scharia-Gesetze gelten bei den sogenannten Gotteskriegern nach wie vor, auch wenn viel von einer neuen Generation der Taliban die Rede ist. Noch haben sie ihre progressive Seite, sollte es sie überhaupt geben, allerdings nicht unter Beweis gestellt. Im Gegenteil. Die Taliban sind nicht mehr dieselben wie vor 24 Jahren. Sie haben uns noch brutaler und noch blutrünstiger angegriffen. Die Taliban haben ihre Verbindungen zu nationalen und internationalen Terroristen nicht aufgegeben, sondern diese und ihre Gewalt intensiviert. Für Monika Hauser ist klar, wer wie Mitarbeiterinnen von internationalen Frauenorganisationen gezielt von Taliban bedroht wird, sollte, ähnlich wie afghanische Ortskräfte der Bundeswehr, Unterstützung bekommen. Ja, was tun wir? Was tut die Bundesregierung? Das sind ganz klare Forderungen, die wir haben, dass Frauenrechtsaktivistinnen geschützt werden müssen, dass sie ein Visa für Deutschland kriegen, dass sie die Möglichkeit haben, nach Deutschland zu fliehen. Hier muss gemeinsam nochmal Verantwortung getragen werden, die für uns selbstverständlich ist, weiterhin auch an der Seite der Kolleginnen zu bleiben. Auch Roya fühlt sich alleingelassen. Eine Möglichkeit auszureisen hat sie nicht, denn die Nachbarländer haben ihre Grenzen geschlossen. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Wir können nicht auswandern. Wir können nicht in unserem Land bleiben. Wir warten auf den Tod. Wenn sie kommen, dann werden sie uns töten. Das ist die Angst jeder Frau hier.